Matthias mit Sohn Julian auf Tour. Wie immer ist Willi dabei, Matthias Fahrer und Bodyguard. Moin, darf ich dir das in die Hand drücken? Du darfst das, Juli. Guten Morgen, mein Engel. Oh. Nimm Platz, ist alles angerichtet. Willi ist mein Freund und Security und Mann für alles und Fahrer seit 32 Jahren inzwischen. Er bringt mir mein Beruhigungsbier, wenn es zu heiß ist, wirft mir das Handtuch zu. Er kümmert sich um mich und ich weiß, wenn Willi da ist, ist alles sicher. Matthias ist unglaublich loyal. So, mal rein hier. Ich war ein Jahr lang krank. Und da hat Matthias auch gesagt, das macht nichts. Ich brauche keinen neuen Fahrer. Irgendwann kommt er wieder. Da ist er das ganze Jahr selber gefahren. Und das ist eben halt Matthias. Wir sind wirklich gute Freunde. Auf Tour zu gehen ohne ihn ist für mich unvorstellbar. Auf jeden, Männer. We started. Es geht von Hamburg nach Wunstorf. Wo hab ich mein Handy hingelegt? Wenn du dein Handy für... Ich hatte es ja eben noch in der Hand, ich habe dir was gezeigt. Oh, bitte, warum finde ich immer alles nicht? Soll ich dich anrufen? Ja, ruf mich mal an, weil ich finde mein Handy nicht. In welche Tasche habe ich das jetzt wieder geschmissen? Es dröhnt hier drin. Ich habe das jetzt hier reingepackt. Ich bin so blöd immer. Also es ist hier drin, ich habe es noch nicht gefunden. Ach, da ist es ja, ich habe es. Super. Jetzt gibt es immer erstmal die Meldung des Tages hier. Oh, Ex-Pornostar mit kiloweise Kokain erwischt. Was für eine Überraschung. Angeblich wusste sie von nichts. Dann gibt es traurige Nachrichten von Bushidos Anna Maria. Wir werden kein neues Baby haben. Neuntes Baby haben. Na. Neuntes? Ja. Ey, guck mal, das ist der einzige andere Prominente, der dich, was Kinder angeht, geschlagen hat. Ich bin mit Julian sehr, sehr gerne auf Tour. Weil. Wir verstehen uns blind, wir kennen uns. Wir kennen unsere Stärken, unsere Schwächen. Und er hat Humor. Und ich finde das toll. So, finde ich gut. Ich habe den wirklich gerne bei mir. Wir sind durch diese Tour nicht nur Vater und Sohn geworden, wir wurden halt wirklich beste Freunde. Er ist so süß, wenn er schläft. So niedlich. Mit Matthias verbringe ich die meiste Zeit am Tag. Wir lachen die ganze Zeit und wir kennen uns in- und auswendig jetzt nach den letzten Konzerten und im letzten Jahr.